Herzlich willkommen zum Café Stillpoint am heutigen 48. März. Mein Name ist Anja Schulmeier und auch mir kam die letzten 4 Wochen ein bisschen wie eine endlos täglich grüßt das Murmeltier-Schleife vor. Um Schleifen geht es auch heute in unserem Vortrag Segmental Looping, zwar nicht um endlose, aber trotzdem um viele. Ich möchte jetzt erstmal Sebastian Fitzinger vorstellen, meinen lieben Kollegen aus Vöcklabruck. Sebastian ist Osteopath, Kinesiologe und hat eine Leidenschaft für das Nervensystem, was sich in vielen Fortbildungen von Neurodynamik, Nervenmobilisation widerspiegelt und wirklich Leidenschaft für Verschaltungen. Hallo Sesi, schön, dass du bei uns bist. Hallo Anja, Christi, danke, dass ich von dir eingeladen wurde. Du, sehr gerne, immer. Du, was mich als erstes interessiert, wie ist es eigentlich gekommen, dass du dich so in dieses neurologische Modell der Osteopathie hineingesteigert, kann man schon beinahe sagen, also hineingetigert hast und dein Konzept entwickelt hast? Also ich denke, der Hauptgrund war das Scheitern. Das Scheitern in der Behandlung, das Scheitern am Patienten und dieser Wille, verstehen zu wollen, warum Dinge im Körper auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Und vor allem, warum sie nicht funktionieren. Also ich habe mich viel mehr mit den Dingen beschäftigt, die nicht funktionieren. Ich habe das Pferd von hinten aufgezäumt und habe dann in der funktionellen Myodiagnostik erste Anhaltspunkte für die Klärung von dieser Frage gefunden. Die beschäftigen sich nämlich mit Störfelder und Herde. Störfelder und Herde sind neuronale Loops, die vom Körper permanent kompensiert werden müssen. Und wenn diese Kompensation nicht weggenommen wird, wenn dieser neuronale Störfeld nicht weggenommen wird, dann kann im Körper die Selbstheilung nicht das Potenzial entfalten, was eigentlich entfalten konnte. Und um diese Systemveränderungen zu verstehen, muss man grundlegende Funktionen des Nervensystems verstehen. Und da habe ich einen kleinen Film vorbereitet. Schauen wir uns den mal an, oder? Dann darf ich die Regie bitten, den Film einzulegen. Wir machen das noch manuell. Um jetzt zu verstehen, was auf einer neurologischen Ebene während einer osteopathischen Intervention passiert, ist es wichtig, dass wir gleiche Terminologien verwenden. Und vorweg, meine Ausführungen sind hier wirklich sehr einfach gehalten und sollen eher ein grundlegendes Funktionsprinzip erläutern, das zum Verständnis des Segmental Loopings aber essentiell ist. Also beginnen wir mit der Gliederung des Nervensystems. Es gibt grundlegend 2 Möglichkeiten, unser Nervensystem zu gliedern. Die Möglichkeit Nummer 1 ist, dass man das Nervensystem aufteilt in ein peripheres Nervensystem oder in ein zentrales Nervensystem. Die Trennung hier ist das Foramen Intervertebrale. Alles, was innerhalb des Foramen Intervertebrale ist, ist das zentrale Nervensystem. Alles, was außerhalb ist, ist das periphere Nervensystem. Vom peripheren Nervensystem geht dann der gemischte Nerv nach außen. Und dieser Nerv enthält auf der einen Seite efferente motorische Bahnen, wo Informationen zu Zielzellen hingeleitet werden, zum Muskel, zu Drüsen. Und ist somit unser Kontakt nach außen, ist unser Rezeptionsorgan. Es nimmt Dinge wahr und bringt es nach innen. Und es bringt aber Informationen nach außen zu den Zielzellen. Demgegenüber steht das zentrale Nervensystem, das aus Rückenmark und Gehirn besteht. Und für die Verarbeitung dieser peripheren heraufkommenden afferenten Reize verantwortlich ist. Das Gehirn und das Rückenmark ist also die graue und die weiße Substanz, wobei die graue Substanz die Zellkörper, die Nervenzellkörper darstellt und die weiße Substanz die Leitungsbahnen. Es ist umhüllt von Knochen und in den Liquor eingebettet. Die Möglichkeit 2, unser Nervensystem zu gliedern, ist, dass wir es aufspalten in ein somatisches Nervensystem oder ein vegetatives Nervensystem. Beim somatischen Nervensystem geht es um die Willkürmotorik, alles, was ich mit meinem Willen machen kann. Und ist verantwortlich dafür, dass sensible Informationen in mein Bewusstsein hineinkommen. Demgegenüber steht das vegetative Nervensystem, das aufgespalten ist in Sympathikus
und Parasympathikus. Und für alle unbewussten und unwillkürlichen Steuerungen des Mechanismus verantwortlich ist. Hier ist wichtig zu sagen, dass alles, was mit Lebenserhaltung verbunden ist, auf einer sympathischen und parasympathischen Ebene die ganze Zeit passiert. Ein paar wichtige Punkte sind zum Beispiel hier die Atmung, Verdauung oder die Regulation des Blutdrucks. Und das zentrale Nervensystem wird von diesen unbewussten Informationen, die aber permanent laufen, informiert. Also zusammengefasst gliedert sie unser Nervensystem entweder in ein peripheres und ein zentrales Nervensystem oder in ein somatisches oder vegetatives Nervensystem. Wie funktioniert jetzt so ein neuronaler Loop? Einmal ganz einfach dargestellt. Das erste, was passiert, ist, dass in der Peripherie Reize über Rezeptoren wahrgenommen werden. Welche Rezeptoren das sind, auf das kommen wir später noch zu sprechen. Diese Reize werden über hinleitende, afferente, sensible Nervenfasern zum Hinterhorn des Rückenmarks und somit zum zentralen Nervensystem weitergeleitet. Und wichtig ist, dass unser zentrales Nervensystem zu jedem Zeitpunkt über alles, was in unserem Körper passiert, immer informiert ist. Das heißt, unser Gehirn weiß im jetzigen Zeitpunkt genau, wie unser Sauerstoffpartialdruck ist, wie unser Glucose- oder unser Cortisolspiegel sind oder weiß auch genau jetzt, wie der Darm gefüllt ist. Alle diese Informationen werden zum Großteil unbewusst und einige ja bewusst, dann weitergeleitet ins zentrale Nervensystem in unser Gehirn, wo funktionelle Neuronenkreise ausgebildet werden, die den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand vergleichen und es so unserem Gehirn ermöglichen, extrem präzise Befehle in Echtzeit an die Peripherie weiterzugeben. Das passiert zum Großteil, wie gesagt, auf einer unbewussten Ebene. Manche Dinge kommen auch ins Bewusstsein. Weiter geht's dann, dass unser zentrales Nervensystem eine wegleitende Faser in die Peripherie sendet, zu motorischen oder vegetativen Zentren, wo die Übertragung an unsere Erfolgsorgane stattfindet. Diese Erfolgsorgane sind zum Beispiel ein Muskel, oder eine Faszie, oder Organ, oder eine Drüse. Die Reaktion, die dann hier passiert, wird wieder von Rezeptoren wahrgenommen und weiter über sensible Nervenfasern wieder dem zentralen Nervensystem zugeleitet. Und das passiert in einem permanenten Kreislauf. Der nächste Punkt behandelt die kleinste funktionelle Einheit des Nervensystems, nämlich das Neuron. Was ist die Funktion vom Neuron? Das Neuron leitet Aktionspotenziale. Diese Aktionspotenziale werden aufgenommen von den Dendriten. Und diese Dendriten erhalten jetzt nicht nur exzitatorische Reizleitende, reizfordernde Informationen, sondern sie erhalten auch inhibitorische, reizbremsende Informationen. Und das ist ganz wichtig, wenn man die Funktion des Nervensystems verstehen möchte. Weil man stellt sich nur vor, dass alle Informationen, die irgendwo ankommen, weitergeleitet werden, dass nichts unterdrückt wird. Es kam zu einer völligen Überforderung und zum Zusammenbruch des ganzen Nervensystems. Die größte Leistung unseres Nervensystems ist ja eigentlich, dass es Reize nicht weiterleitet, sondern vorher schon abreguliert. Und das ist das zentrale Thema im Segment Looping, dass wir verstehen, wie unser Körper das macht, dass er Reize gar nicht erst weiterleitet. Also, die Dendriten
empfangen die Erregung entweder hemmend oder steigernd und leiten diese Erregung weiter an den Axonhügel. Und das ist jetzt auch ganz spannend, weil nur weil ein Reiz bei einem Neuron ankommt, heißt das nicht, dass das Neuron den Reiz weiterleitet. Nein, es müssen viele, viele Reize beim Axonhügel ankommen, der die Reize zusammenzieht, subtrahiert und addiert, die exzitatorischen addiert und die inhibitorischen subtrahiert. Und erst wenn ein gewisser Schwellenwert erreicht worden ist, sendet dieses Axon dann weiter. Dieses Axon endet am synaptischen Endknöpfchen, wo es zur Freisetzung von Übertragungssubstanzen kommt in die Synapse. Dadurch verändert sie an dem nächsten Dendriten die Erregungsleitung und es kommt zu einer exzitatorischen oder inhibitorischen Erregung des nächsten Neurons, das dann entweder an Muskel, an Nerv oder Drüse oder Faszie oder Organ innerviert. Also ganz wichtig, unsere Neuronen dann nicht nur Informationen weiterleiten, sondern unsere Neuronen dann vor allem Reize inhibieren, unterdrücken. Die Summation von den Reizen, die einkommen, inhibitorische und exzitatorische, passiert am Axonhügel, der dann weiter über ein Axon den Reiz an die Synapse leitet, wo in Vesikel Transmittersubstanzen gespeichert sind, die dann in den postsynaptischen Spalt sezerniert werden. Dadurch kommt es entweder zu einer Erregung oder einer Hemmung des nachgeschalteten Neurons, das in Verbindung steht mit einem Muskel oder einer Drüse oder einer Faszie oder einem Nerv. Um ein klareres Bild der Anatomie eines Neurons und die unglaubliche Flexibilität der Reizweiterleitung, die dem Neuron innewohnt, besser zu erklären, möchte ich hier auf ein Bild zurückgreifen. Ich habe das Bild aus dem Netter. Was wir hier sehen, ist eine durchschnittliche Nervenzelle. Diese Nervenzelle hat Dendriten, mit denen sie in Kontakt steht mit anderen Nervenzellen und Impulse kriegt. Sowohl exzitatorische als auch inhibitorische. Die Erregenden mache ich mit Plus und die Bremsenden mache ich mit Minus. Des Weiteren haben wir den Zellkörper mit dem Zellkern. Wir haben den Axonhügel. Hier passiert die Summation und wir haben das Axon selbst, eingehüllt in Ravierschen Schnürringen, die hier an der Synapse enden und Information, sowohl hemmende als auch fördernde, an die Zielzellen weitergeben. Als nächstes schauen wir uns an, was an einer Nervenzelle passieren muss, damit ein Impuls weitergeleitet wird oder auch nicht weitergeleitet wird. Was ihr hier seht, ist ein Zellkörper mit dem Zellkern, die Dendriten und Axone von anderen Nervenzellen, die die Dendriten und den Nervenzellkörper treffen und hier ihre Wirkung entfalten. Und wie schaut jetzt diese Wirkung aus? Diese Wirkung kann entweder exzitatorisch sein, das heißt erregungsweiterleitend. Wobei es wichtig zu wissen ist, dass jedes Plus, was dort steht, stellvertretend für plus 1 Millivolt steht. Und gleichzeitig wird der Nervenzellkörper getroffen von inhibitorischen Reizen,
die jeweils für minus 1 Millivolt stehen. Warum ist das jetzt wichtig? Weil zu jeder Zeit genau das passiert. Es kommen sowohl exzitatorische als auch inhibitorische Reize an einer Zelle an. Ob die Zelle jetzt weiterleitet, depolarisiert, liegt einzig und allein hier am Axonhügel. Weil bei diesem Axonhügel passiert Folgendes. Die ganzen exzitatorischen Reize werden addiert. Die ganzen inhibitorischen Reize werden subtrahiert. Wovon werden die addiert oder subtrahiert? Das bezieht sich auf das Ruhepotenzial. In einer Zelle, in einer Nervenzelle, liegt ein Ruhepotenzial von minus 70 Millivolt vor. Erst wenn das Ruhepotenzial Richtung Schwellenwert geht, dieser Schwellenwert ist bei, 40 Millivolt, erst dann kommt es zu einer Weiterleitung in Richtung Axon. Das bedeutet, zu diesen 70 Millivolt werden zuerst die exzitatorischen Reize addiert, aber gleichzeitig die inhibitorischen Reize subtrahiert. Wenn es jetzt so ist, dass mehr exzitatorische wie inhibitorische Reize da sind, verändert sich die Spannung in der Zelle und geht Richtung minus 40 Millivolt und dann passiert eine Alles-oder-Nichts-Reaktion und der Reiz wird weitergeleitet. Und was jetzt für Segmental Looping ganz wichtig ist, ist Folgendes. Wenn es uns aber gelingt, an dieser Zelle, die inhibitorischen Reize zu vermehren, dann kommt es nicht dazu, dass der Schwellenwert von minus 40 Millivolt erreicht wird und es kommt somit nicht zur Weiterleitung und zur Aktivierung dieser Zelle. Ein einfaches Beispiel. Wann ich meinen Ellenbogen bewegen möchte, weil ich um ein Glas Kaffee, was jetzt gerade bei mir am Tisch steht, greifen möchte, überwiegt der exzitatorische Reiz. Und es kommt zum Aktionspotenzial und ich greife nach diesem Haferl fürs zum Mund und Trink. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe das Gefühl von Hunger. Dadurch denke ich an Essen. Dieser Prozess des Denkens hat damit zu tun, dass exzitatorische Reize in meinem Großhirn den Gedanken Essen formen. Es kommt zu einem Aktionspotenzial. Umgekehrt aber, wenn ich jetzt da sitze und mir denke, ich möchte nach dem Haferl greifen, ich tue das jetzt aber nicht, weil dieses Haferl macht ein Geräusch, wenn es am Tisch steht, dann überwiegen die inhibitorischen Reize. Was passiert ist, dass ich nicht meinen Ellbogen bewegen werde, weil die inhibitorischen Reize überwiegen und die Reizweiterleitung an dieses Axon, an diesen Axonhügel, die Depolarisation des Axonshügels somit verhindert worden ist. Genauso kann man sich das auch denken mit diesem Idee, ich habe Hunger. Wenn ich Hunger habe, ist meine erste Intention, ich muss jetzt aufstehen und muss zum Kühlschrank gehen, muss mir was zum Essen holen. Ich tue das jetzt aber nicht, weil ich gerade da sitze und diesen Film für euch vorbereite. Das heißt, es überwiegen inhibitorische Reize, die im Moment dafür sorgen, dass kein Aktionspotenzial an Muskelzelle weitergeleitet wird, die mich in Bewegung setzt und mich zum Kühlschrank bringt. Die nächste Grafik ist nun ein Knackpunkt, der für mich das Verständnis der Wirkungsmechanismen der Osteopathie ein Stück weit geklärt hat. Denn wir dürfen nie vergessen, dass Osteopathie nicht eine Aneinanderreihung von Techniken ist, sondern
Osteopathie ist die gezielte Intervention, um einen inneren Funktionskreis zu verändern und dem Körper die Möglichkeit zu geben, wieder in eine Selbstregulation zu kommen. Wir betrachten an dieser Stelle ein Depolarisationsmuster von einer einzigen Nervenzelle, das darf man nie vergessen. Und in unserem Körper gibt es aber 1 Billion Nervenzellen, die jederzeit feuern können. Das normale Depolarisationsmuster von einer Nervenzelle sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier unsere Spannungen. Das Ruhemembranpotenzial liegt bei minus 70 mV. Das heißt, solange keine Erregung an der Zelle ankommt, passiert genau gar nichts. Wenn die Zelle jetzt durch Erregung stimuliert wird, verändert sie die Spannungsverhältnisse in der Zelle bis zu einer Spannung von minus 40 mV. Und was jetzt passiert, ist, dass es zu einer großen Depolarisation kommt, welche dem Alles-oder-Nichts-Prinzip folgt. Das bedeutet, wenn diese Schwelle überschritten ist, dann feuert das Axon und gibt ein... Das muss ich an der Grafik jetzt nochmal kurz verändern, weil das schaut natürlich so aus. Und was uns in der Osteopathie jetzt besonders interessiert, ist nicht diese Depolarisation bis zu plus 40 mV oder auch nicht diese Hyperpolarisation hier herunten, die bis zum Beispiel minus 80 mV liegt. Nein, das interessiert uns alles nicht. Was uns interessiert, ist dieser Bereich hier. Wir wissen, dass jedes eintreffende exzitatorische Signal meine Ruhemembranspannung, mein Ruhemembranpotenzial verändert, und zwar um 1 Millivolt. Und nur 1 Millivolt und nur 1 Millivolt, so lang, bis mein Schwellenwert erreicht ist und es zur Depolarisation kommt. Und die Art und Weise, wie diese Reize auf die Zelle eintreffen, möchte ich jetzt gern besprechen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar gibt es die Möglichkeit der räumlichen und der zeitlichen Summation. Bei der zeitlichen Summation, ich zeichne da mal eine Nervenzelle her, Nervenzellkern, die Dendriten und das Axon, was entweder nach zentral geht oder nach peripher geht. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir eine Struktur haben, wie zum Beispiel das Momentum minus, was sehr stark exzitatorisch feuert. Sehr viele Informationen treffen hier auf diese Zelle. Durch das, dass so viele Informationen in kurzer Zeit auf diese Zelle treffen, passiert Folgendes. Die Reize summieren sich sehr schnell auf und es kommt zu einer sehr schnellen Depolarisation. Das, was wir hier sehen, in kurzer Zeit, ist das, was passiert bei einer zeitlichen Summation. Demgegenüber steht das Depolarisationsmuster der räumlichen Summation. Bei der räumlichen Summation treffen Signale von mehreren unterschiedlichen Geweben auf die Zelle. Man sagt dazu, sie konvergieren. Konvergenz. Das heißt, auf diese eine Nervenzelle
konvergieren mehrere Axone von anderen Geweben, wie zum Beispiel dem Omentum Minus, das haben wir schon. Aber auf diese Nervenzelle konvergieren Neurone der Hepatozyten. Zusätzlich konvergieren auf dieses Neuron Axone von der Facette T6. Außerdem konvergieren hierher Neurone vom Truncus celiacus. Und diese Neurone machen alle nacheinander ein exzitatorisches Übertragungsmuster, das dann in unserer Grafik folgendermaßen ausschaut. Wir haben einen eintreffenden Reiz von der Leber und leider noch der Truncus celiacus, Facette TR6. Und da das Momentum Minus, und jetzt passiert es, wir überschreiten den Schwellenwert. Und dadurch kommt es zur großen Alles-oder-Nichts-Reaktion mit einer Depolarisation dieser Nervenzelle, die jetzt ein Reiz nach zentral, zum Beispiel zum Thalamus, schickt. Verzeihung. Oder nach peripher zum Muskel schickt, beispielsweise. Wie wir vorher besprochen haben, wird unsere Nervenzelle aber nicht nur von erregenden Reizen getroffen, sondern auch von bremsenden Reizen. Diese bremsenden Reize treffen auf die Zelle und verschieben die Spannung in der Zelle um minus 1 Millivolt. Summiert wird das Ganze am Axonhügel, hier. Hier werden die ganzen positiven und negativen Ladungen summiert. Und wenn wir das in unserer Grafik uns jetzt anschauen, machen wir das zum Beispiel folgendermaßen. Es kommt von meinem Omentum Majus ein exzitatorischer Reiz, von meiner Facette TR6 ein exzitatorischer Reiz, aber von meinen Hepatozyten kommt ein inhibitorischer Reiz. Und von meinem Truncus celiacus kommt ebenfalls ein inhibitorischer Reiz. Zusammengerechnet wird aber hier am Axonhügel. Und in unserer Grafik würde das jetzt folgendermaßen ausschauen. Wir haben zwei exzitatorische Reize. Und zwei inhibitorische Reize. Und was passiert? Genau gar nichts. Diese Reize heben sie auf und die Nervenzelle wird nicht depolarisieren. Und die Frage, die wir uns intellektuell jetzt bei Segmental Looping stellen, ist, welche Gewebe konvergieren auf ein Neuron, auf ein Segment, das Neuron steht stellvertretend für Segment. Welche Gewebe konvergieren auf ein Segment und wo kann ich exzitatorische Reize wegnehmen, um diese Depolarisation zu verhindern? Oder möchte ich vielleicht sogar diese Depolarisation? Welche Reize muss ich setzen, um das hier schnell zu gewährleisten? Das ist hier die Frage. Sisi, ich unterbreche dich hier mal kurz. Was ich jetzt verstanden habe in der Zusammenfassung, ist erstmal, du arbeitest mit der Einteilung eigentlich peripheren zentrales Nervensystem. Wo sortierst du da jetzt das Autonome? Sortierst du zum peripheren einen Teil und einen Teil zum zentralen Nervensystem, richtig?
Also, ich muss sagen, dass diese Gliederung rein didaktisch ist und erstmal nur eine Begriffsklärung ist. Wenn man nämlich in Loops denkt, dann verschwimmen hierarchische Grenzen. Jeder periphere Reiz muss einer zentralen Verarbeitung zugeführt werden. Egal, ob der jetzt ein sensorischer Reiz aus der Haut, aus der Muskulatur oder ein chemischer Reiz ist. Es muss alles ins zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Und dabei ist wichtig, dass man verstehen, dass es keine sympathischen oder parasympathischen Afferenzen gibt. Es sind alles primär mal Rezeptorreize, die ins zentrale Nervensystem weitergeleitet werden und eine Antwort des autonomen und somatischen Systems bedingen, weil nicht nur auf Ebene des Rückenmarks verschaltet wird, sondern eben auch kortikal und subkortikal. Genau. Okay. Das heißt, vielleicht noch ein bisschen, um genauer zu werden, das enterische Nervensystem zählst du dann auch einfach zum autonomen Nervensystem oder tust du das nochmal irgendwo anders einsortieren? Das enterische Nervensystem arbeitet Gott sei Dank völlig autark. Deutlich langsamer und hochspeziell auf die individuellen Bedürfnisse des Individuums angepasst. Auch hier im enterischen Nervensystem entstehen dann aber Loops, die eine hohe Spezifität erlangen gegen Reize, zum Beispiel gegen chemische oder antigravitatorische Reize. Moduliert wird dieses enterische Nervensystem dann vom vegetativen Nervensystem. Das bedeutet, dass eine Brücke geschlagen wird zwischen grundlegender Versorgung wie Aufnahme, Assimilation und Elimination, was im Darm passiert, und den Bedürfnissen, den das Individuum im Hier und Jetzt hat. Ein Beispiel ist zum Beispiel diese Situation, die ich jetzt gerade habe mit dir. Ich habe normalerweise Ich eine mach dich Top-Verdauung und nervös, Schlaf. gell? Ja, genau. Ich habe normalerweise Top-Verdauung und Schlaf wirklich richtig prächtig. Und weil ich bei dir halt zu Gast bin, ist dieser exogene Faktor, den du machst, denn diese Situation macht, ist Stress in meinem System und dadurch verändert sie auch meine Verdauungssituation. Das heißt, die Funktion des enterischen Nervensystems wird overruled von einer vegetativen Symptomatik, die mit Stress verbunden ist. Erzähl das bitte nie einer Frau beim Rendezvous, was dein enterisches Nervensystem macht. Gut. Zum Loop. Gehen wir mal ein bisschen intellektuell weiter. Ich habe Okay. jetzt verstanden, gereizte Rezeptoren senden Afferenzen, die größtenteils vom ZNS inhibiert werden. Ich kann also sagen, dass die eigentliche Leistung des zentralen Nervensystems ja inhibieren ist. Es ist gar nicht Reizweiterleitung, sondern inhibieren, alles rausfiltern, oder? Das war für mich einer der größten Knackpunkte, wie ich das verstanden habe. Die größte Leistung unseres Nervensystems ist die Reizbremsung. Und das hat schon vor 3,5 Milliarden Jahren angefangen, wie sie Mehrzeller Flossen entwickelt haben und die Flosse, wenn die auf eine Seite schlägt, eine Kontraktion hat, wo der Agonist kontrahieren muss, der Antagonist aber inhibieren muss. Anders wäre ein Flossenschlag gar nicht möglich. Und die höchste Stufe hat natürlich der Homo sapiens erlangt mit seinem Präfrontalkortex, der vor allem Impulse bremst, overreguliert, damit die Bedürfnisse, also er kann assoziieren mit dem Präfrontalkortex, er kann in die Zukunft denken und kann Bedürfnisse, die er in der Zukunft hat, im Hier und Jetzt aber so regulieren, indem er sein Verhalten anpasst und Dinge eher zurücknimmt, inhibiert. Genau. Das heißt, Männer mit ihrer Nothing Box sind eigentlich noch höher entwickelt. Du, das würde jetzt in einer Studie, das war interessant, was du da Studie machst. Okay, gehen wir mal ein bisschen nach peripher. Wenn wir jetzt ein Aktionspotenzial kriegen, Ja. entsteht ein elektrisches Signal am Axonhügel, wenn wir ein AP, also ein Aktionspotenzial auslösen. Das wird dann weitergeleitet, wird dann an synaptischen Endknöpfchen in ein chemisches Signal übersetzt, diffundiert dann über den Spalt und erzeugt wieder ein elektrisches Signal. Das heißt, wir wollen eigentlich jetzt nicht nur im zentralen Nervensystem, sondern eigentlich schon auch an peripheren afferenten Neuronen exzitatorische Potenziale eigentlich schon verhindern oder inhibitorische steigern, wenn das geht. Ist das Ja, richtig? du hast völlig recht. Ich habe für mich den ganzen Formenkomplex Osteopathie einmal zusammengeschmissen und habe den einen Namen gegeben. Oder, nein, anders, ich muss anders anfangen. Es gibt drei Ansatzpunkte, wie man im Segmental Looping arbeiten kann.
Der erste Ansatzpunkt dieser funktionell inhibitorischen zentraltherapeutischen Intervention oder kurz FITZTI richtet sie an die Rezeptoren in der Peripherie, wo ich versucht durch ganz sanfte Techniken, Muskelenergietechniken, Cranio oder Balance Ligamentous Tension Techniken, Jones, Rezeptorenantworten noch zentral vermindere. Der zweite Ansatzpunkt richtet sie ans Hinterhorn, wo ich versuche durch schnellere A-Beta-Fasern Rezeptoren, Afferenzen zu bremsen. Diese schnelleren Fasern sind verschalten, wir werden es im Film noch einmal sehen, über inhibitorische Interneuron und können Afferenzen bremsen. Und der dritte Ansatzpunkt von FITZTI ist der Cortex, den wir so adressieren. Der Cortex schickt absteigende Fasern, die einkommenden, antreffenden Fasern ans Hinterhorn über Opiat-Rezeptoren bremsen können. Und ich glaube, das kommt noch im Film, gell? Ja, genau, das können wir uns genau anschauen. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal durch, dann gebe ich mal an die Regie, dass wir weitermachen. Das Konzept der zeitlichen und räumlichen Summation ist nun etwas, das nicht nur auf den Axonhügel beschränkt ist, sondern dieses Konzept kann man umlegen auf die Funktionalität des kompletten Nervensystems. Das bedeutet, je mehr exzitatorische Reize auf ein Neuron projiziert werden, je höher die Summe an Reizen ist, die auf ein Neuron einwirkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Aktionspotenzial kommt, das Neuron feuert und das Erfolgsorgan in der Peripherie, die Drüse oder der Muskel in Aktion versetzt. Genau das Gleiche gilt selbstverständlich auch für inhibitorisch wirkende Neurone. Und um das besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt gemeinsam einmal den Rückziehreflex an. Bevor wir jetzt mit dem Rückziehreflex gleich loslegen, vielleicht eine kurze Erklärung, was wir da sehen. Wir sehen hier zwei Segmente, nennen wir mal, das ist das Segment L5 und weiter oben das Segment L2. Hier ist ventral, hier ist dorsal. Das bedeutet, wir haben im Rückenmark eine sensorische Hinterwurzel. Hier. Sensorische Hinterwurzel. Und in diese sensorische Hinterwurzel kommen alle Afferenzen, alles was von der Peripherie kommt, ob das jetzt ein Schmerz ist oder ob das ein chemischer Reiz ist, ganz egal was, alles kommt hierher ins sensorische Hinterhorn. Im vorderen Bereich unserer grauen Substanz des Rückenmarks haben wir unsere motorischen Vorderhornzellen. Diese motorischen Vorderhornzellen sind unsere Efferenzen. Alle Befehle, die unser Gehirn über unser Rückenmark gibt, wird über dieses motorische Vorderhorn nach außen gebracht. Und in der Mitte haben wir noch einen Bereich. Das ist das Seitenhorn. Dieses Seitenhorn ist der Ursprung des Sympathikus. Alle sympathischen motorischen Anforderungen und Efferenzen, die gesendet werden, kommen von hier weg und gehen durchs Vorderhorn nach außen. So viel grundsätzlich einmal zum Rückenmark. Was wir da noch sehen, ist die sogenannte weiße Substanz. Das ist das da alles rundherum. Das sind alles Leitungsbahnen. Myelinisierte Nerven. Und was ihr in Farb da noch seht, sind besondere Leitungsbahnen. Diese hier, die blauen, gehen nach oben,
sind praktisch die Leitung zum Hirn, die Afferenzen zum Hirn, zum Gehirn. Genau. Tractus conialis zum Beispiel, gracilis. Und was in Rot seht, sind die Efferenzen vom Gehirn. Dinge, die vom Gehirn nach unten kommen, die treffen diese roten Kerne. Okay, damit ist es nicht mehr weg. Und kommen wir zu unserem Rückziehreflex. Der Rückziehreflex passiert folgendermaßen. Nehmen wir also an, wir sind Kohlenläufer. Wir laufen über glühende Kohlen und durchlaufen vorher nicht eine meditative Phase, sondern steigen direkt auf die Kohlen drauf. Dann wird Folgendes passieren. Ein Thermorezeptor, der in dem Fall zum Nozizeptor wird, meldet mir über mein sensibles Hinterhorn, das ist das Hinterwurzelganglion, Achtung, Schmerz. Über ein nachgeschaltetes exzitatorisches Interneuron wird dieser Reiz an mein Motoneuron im Vorderhorn weitergeleitet, der im gleichen Atemzug sofort sagt, boah, fühlt's heiß, ich muss den Tonus von meinen Beugern erhöhen. Gleichzeitig passiert aber was weiteres, nämlich die sogenannte antagonistische Hemmung. Wenn mein Beuger Tonus aufnimmt, muss mein Strecker Tonus abbauen. Und das passiert folgendermaßen. Hier im Hinterhorn sitzt ein hemmendes Interneuron, welches zu L2 nach oben projiziert und die Kontraktion von einem Strecker hemmt. Der Tonus, der Strecker wird gehemmt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Prozess. Denn wenn in einer klinischen Situation zum Beispiel mein Kniebeuger immer mehr Tonus hat, kann er über diese antagonistische Hemmung permanent den Strecker affektieren, sodass der Strecker nie genug Tonus kriegt. Wir kennen das zum Beispiel bei einem medialen Knieschmerz, wo man sehr, sehr viel Spannung, sehr viel Tonus im Traktus wahrnehmen. Und dieser Traktus hemmt man zum Beispiel meine Abduktoren. Dadurch kommt es zu einer Dysbalance im Kniegelenk und zu Schmerzen. Die Therapie ist entweder den Adduktor aufkräftigen, exzitatorisch reizen oder den Tensor zu inhibieren. Aber bei diesem Rückziehreflex passiert etwas anderes anderes. Dieser Nozizeptorreiz aktiviert nämlich gleichzeitig auf der kontralateralen Seite ein inhibitorisches, also aktiviert ein inhibitorisches Neuron, so ist es richtig, welches auf die kontralaterale Seite projiziert und hier die Aktivität von meinem Beuger hemmt. Sonst konnte ich nämlich nicht auf einem Bein stehen.
Also genauso wie dieser Nozizeptorreiz auf der ipsilateralen Seite den Tonus des Beugers steigert, projiziert er auf ein inhibitorisches Interneuron und hemmt man den Tonus des Beugers auf der kontralateralen Seite. Und eine weitere Projektion gibt es natürlich nur nach oben, zu den Streckern. Nämlich projiziert dieser nozizeptive Reiz auf ein exzitatorisches Interneuron. Und dieses exzitatorische Interneuron projiziert nach oben zum Vorderhorn der Strecke. Und hier bewirkt es eine Tonuserhöhung der Strecke. Das bedeutet, was wir hier sehen, ist der Ablauf, der passiert, wenn ich auf einen spitzen Nagel drauf tritt oder wenn ich auf glühende Kohlen drauf tritt. Ich habe auf der einen Seite ipsilateral die Mechanismen, die das Bein hochheben, zum Teil durch exzitatorische Reize, die direkt an die Beugermuskulatur im Bein geleitet werden und in der Projektion nach oben ein inhibitorische Nervenzelle, die man den Tonus der Strecke hemmt. Und kontralateral genau das Gegengleiche. Diese Reize führen zu einer Streckung im Kniegelenk und zu einem Tonusverlust der Beuger, damit ich auf einem Bein gut stehen kann. Aber um auf das Beispiel zurückzukommen, was passiert jetzt eigentlich mit unserem Kohlenläufer? Die können ja, obwohl der Nozizeptor massiv gereizt wird, trotzdem den Schmerz aushalten. Der Schmerz ist real, der physische Reiz ist real, aber die Schmerzwahrnehmung ist gebremst. Das passiert über die zentrale Schmerzhemmung. Die zentrale Schmerzhemmung besagt Folgendes, dass es Traktsysteme gibt, wie den hier, den kortikospinalen Trakt, wo Nervenfasern laufen, die hier an der Übertragung zum Interneuron eine hemmende Wirkung haben. Das heißt, die machen das, dass das da weniger feuert. Und diese zentrale Schmerzinhibition haben wir auch im Vorderhorn. Es gibt auch Traktsysteme, die da noch vorziehen und direkt an dem Motoneuron Kontakt aufnehmen. Und die Weiterleitung des Beugebefehls bremsen. Ihr seht, wie enorm kompliziert das wird, obwohl die sympathischen Ursprungszellen und auch die parasympathischen Ursprungszellen hier im Seitenhorn noch gar nicht dargestellt sind. Wir sind rezeptorgesteuerte Menschen und die Frage ist, wie viel Afferenz von den Rezeptoren kommt durchs Hinterhorn herein, muss dann verschalten werden und wie viel von diesen Afferenzen, die reinkommen, müssen dann, weil es gar nicht anders geht, exzitatorisch eine Reaktion herbeiführen. Und das schauen wir uns jetzt am Beispiel der Leber genauer an. Wenn wir also Osteopathie machen, sind wir auf der Suche nach gut kompensierten Mustern. Wir sind nicht auf der Suche nach Symmetrie. Diese Eiche ist für mich ein wunderbares Beispiel. Sie ist 1000 Jahre alt und man kann sehen, dass selbst die entlegensten Äste hier noch von dieser Eiche getragen werden, weil die Kräfte sich aufheben. Es kommt zu einer Summation und zu einer Aufhebung und somit befindet sich dieser Baum
in einem perfekten Gleichgewicht. Er ist nicht symmetrisch, er ist nicht schön gerade gewachsen, aber er ist perfekt auf seine Umwelt und auf das, was seine Funktion ist, eingestellt. Was wir aber in der Osteopathie oft sehen, ist eher das da. Ein dekompensiertes Pattern. Das ist die König-Ludwig-Eiche, ebenfalls um die 900 Jahre alt und steht in Bayern. Und Osteopathie ist für mich vor allem das da. Diese Ständer, die sind für mich die Osteopathie. Wo ich von außen versuche, dem Körper, dem Baum, eine Stabilität, ein Kompensationsmuster zurückzugeben, damit er stabil weiter die nächsten Jahre oder wie der Baum, Jahrhunderte vielleicht sogar, gedeihen kann und stehen kann. Und Osteopathie ist für mich die wunderbarste Möglichkeit, dem Körper unserer Patienten auf zweierlei Orten zu begegnen. Auf der einen Seite an einem empathischen Ort, die fühlenden Finger, die Wahrnehmung, die wir durch unsere Finger haben. Und die zweite Art, sich dem Körper zu nähern, ist eine intellektuelle. Nämlich zu wissen, wie im Körper was mit was zusammenhängt und wodurch was beeinflusst wird. Wenn wir uns das jetzt zum Beispiel bei der Leber anschauen, stellen wir uns vor, wir haben eine Dysfunktion in der Leber gefunden und sehen, dass die Leber das Hauptproblem des Patienten ist. Dann stellen wir in der Anamnese und in der Befundung mehrere Fragen. Zum Beispiel, wie schaut es aus mit der Versorgung der Leber? Gefäße. Und hier interessieren mich nicht nur die Arterien, sondern auch die Venen und bei der Leber speziell natürlich die Vena Porta. Auf all diesen Ebenen können Dysfunktionen bestehen, die die Leber an der perfekten Funktion hemmen. Nehmen wir zum Beispiel nur an, wir haben eine Zwerchfell-Dysfunktion aufgrund eines chronisch obstruktiven Bronchialsyndroms oder eines Asthmas. Was wird passieren? Es wird zum Rückstau von venösen Blutkammern und arteriellen Blutkammern. Die Leber wird weniger versorgt und dadurch kann die Leber ihr Maximum an Kompensationsmechanismen gar nicht ausschöpfen. Das bedeutet, dass wir in der Osteopathie vielleicht, so, bevor wir die Leber behandeln, uns diesen Komplex da anschauen sollten und diesen Komplex behandeln. Der nächste Aspekt könnte zum Beispiel das vegetative Nervensystem sein. Im Speziellen hier der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus für die Leber kommt von den Segmenten T5 bis T9. Alles, was in diesem Bereich passiert, sei es Blockaden, oder sei es eine muskuläre Hypertensionen, wird ein Exzitationsmuster machen, das meine Leber immer antriggert. Beim Parasympathikus ist es ähnlich. Die Leber wird parasympathisch vom Nervus vagus versorgt, der seine Nervenzellkörper im Ganglion nodosum hat. Und dieses Ganglion nodosum ist bei C1. Das bedeutet, alles, was mit C1 in Verbindung steht, hat eine direkte oder indirekte Auswirkung auf Erregungsmuster, die wiederum die Leber affektieren. Da war es jetzt interessant, bevor man die Leber behandelt, dass man zuerst einmal in den Bereich C1 schaut, ob es hier Blockaden gibt, oder in den Bereich C5 bis C9,
und hier versucht, Blockaden zu lösen. Nicht versucht, sondern man macht es. Besonders viel afferente Reize treten in den Segmenten T5 bis T7. Hier wäre zum Beispiel zu erwähnen die Interkostalmuskulatur, die Abdominalmuskulatur, der Musculus obliquus externus abdominus, internus abdominus obliquus, der transversus abdominus, der rectus abdominus und auch über die autochthone Rückenmuskulatur treten hier sehr viele Afferenzen ins Rückenmark ein und führen dazu, dass die sympathischen und vor allem die sympathischen Zellen für die Leber ihre perfekte Funktion zur Versorgung des Organs nicht erfüllen können. Interessant wäre jetzt hier zu schauen, wie ist die Spannung der abdominalen Muskulatur. Haben wir Überspannung oder meistens zu wenig Spannung? Und können wir über das Wissen, dass es eine antagonistische Hemmung zwischen der autochthonen Rückenmuskulatur und der Abdominalmuskulatur gibt, schauen, dass man die Spannung in der autochthonen senkt, damit die Abdominalmuskulatur wieder mehr Tonus aufnehmen kann. Es hier zu einem Gleichgewicht kommt. Und dieses Gleichgewicht dann in einer segmentalen Defazilitierung der Segmente T5 bis T9 mündet, die schlussendlich der Leber ihre normale Funktion wieder ermöglicht. Eine ganz besondere Funktion kommt beim Leberloop dem Gehirn zu. Das Gehirn wenn wir wollen, das Großhirn, das Telencephalon. Telencephalon mit seinen Anteilen, zum Beispiel der Insula. In der Insula kommen interozeptive Reize an, die im Inselkortex geordnet werden, strukturiert werden, in Funktionskreisläufen zusammengeschlossen werden und zu einer gezielten Efferenz führen, die das Gefühl, das wir im Innen haben, das und der Druck oder der Zustand, der im Außen ist, der bringt das zusammen und kann zu einer gezielten Efferenz führen. Aber fast noch wichtiger ist auch das Diencephalon mit dem Hypothalamus und dem Thalamus. Hier ist der Ursprung von unseren sympathischen und parasympathischen Informationsflüssen. Hier passiert die ganze chemische Messung, hier passiert auch die Reaktion auf diese chemischen Messungen. Die ganze Steuerung unserer Leber passiert hier. Und interessanterweise gibt es im Bereich vom Hypothalamus Nervenzellen, die Kollateralen direkt zu Ependymzellen des dritten Ventrikels schlagen. Das bedeutet, dass der Hypothalamus nicht nur unser oberstes Regulationsorgan ist, was unbewusste Reize angeht, sondern dass wir dieses Regulationssystem auch beeinflussen können, beispielsweise durch eine Technik am dritten Ventrikel. Je besser die Zirkulation des dritten Ventrikels funktioniert, umso besser funktioniert die Regulation auf Ebene des Diencephalons. Und dann weiterführend natürlich auch zur Medulla oblongata, Medulla, wo wichtige rudimentäre Hirnnervenkerne sitzen, die in einer Verschaltung die Regulation der Leber mitgestalten. Das alles führt dazu, dass die Leber in ihre ursprüngliche, in ihre angedachte Funktion wieder zurückkommen kann. Genau das ist Osteopathie für mich. Nämlich zu schauen, was eine Struktur benötigt, um wieder perfekt zu funktionieren. Es geht nicht darum,
die Leber zu behandeln, zumindest nicht primär, sondern es geht um die vielen Einzelteile, die dazu führen, dass die Leber ihre Funktion perfekt aufrechterhalten kann. Und dazu ist Osteopathie das beste Mittel, weil ich davon ausgehen kann, dass ihr mein Gekrakel nicht so wirklich gut lesen könnt, habe ich das Ganze jetzt nur in einer Mindmap zusammengefasst, wo alle die Dinge, die ich angesprochen habe, auch nochmal drinnen sind, mit der Versorgung, der nervalen Versorgung, mit der sympathischen Versorgung und alle Wege, die wichtig sind. Die Frage, die bleibt, ist, wie können wir jetzt mit osteopathischen Techniken direkt auf Funktionskreisläufe, die im Segment und auch zentral verschalten werden, eingreifen. Zu dem Zweck zeichnen wir nun unseren Reflexbogen auf. Wir haben unser sensorisches Neuron, das durch die Hinterwurzel ins Rückenmark eintritt. Und dieses sensorische Neuron liefert Informationen noch zentral, nämlich Rezeptorinformationen. Welche Rezeptoren sind das? Das können Schmerzrezeptoren sein. Das können multimodale Rezeptoren sein. Das können Thermorezeptoren sein. Für Kälte und für Wärme. Das können Sensoren sein, Rezeptoren sein für Druck oder für Zug. Es können Rezeptoren für den Chemismus sein oder für die Osmolarität. Alle diese Rezeptoren gehen durchs Hinterhorn ins Rückenmark und werden dort verschalten. In unserem Beispiel jetzt auf ein exzitatorisches Interneuron, das seinerseits einerseits ins Vorderhorn projiziert und im Vorderhorn eine motorische Antwort erzwingt. Diese motorische Antwort kann zum Beispiel sein, dass ich einen Muskel anspanne, der mir das, was im Rezeptor passiert, die Informationen, die im Rezeptor passieren, verändert. Also ein Muskel. Oder das Interneuron kann ins Seitenhorn projizieren und dort zum Beispiel die Spannung von meinem Blutgefäß verändern. Und alles nur zum Zweck, damit die Rezeptoren die sensorischen Informationen verändert ins zentrale Nervensystem bringen. Das ist ein Kreislauf. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich zur Vereinfachung die ganzen zentralen Prozesse, die vom Rückenmark zentralwärts laufen, jetzt einmal komplett weggelassen habe, damit wir mal nur diesen einen Reflexbogen gut verstehen können. Und auf welchen Ebenen kann ich jetzt Einfluss nehmen auf das, was da im Hinterhorn oder im Vorderhorn oder im Seitenhorn passiert? Ich habe Punkt 1 die Möglichkeit, direkt an den Rezeptoren zu arbeiten. Das sind Techniken, die sehr sanft passieren müssen und ohne Schmerz. In diese Kategorie fallen Techniken aus der kraniosakralen Therapie, vor allem Balance Ligamentous Membranous Tension Techniques, Jones, das würde alles hier hereinfallen und würde die Reizweiterleitung der Rezeptoren unterbinden, was dazu führt, dass in mein Hinterhorn weniger Reize eintreten, das Interneuron nicht aktiviert wird und dadurch auch
keine efferente Reaktion auf den Reiz passieren muss, der Loop ist geschlossen oder ist nicht aktiviert. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich mich der schnellen A-Beta-Fasern bediene. Hierzu muss man nur sagen, dass diese Fasern, von denen wir da sprechen, sind C-Fasern und A-Delta-Fasern. Die A-Delta-Fasern sind dünn myelinisiert und leiten langsam, und die C-Fasern sind nicht myelinisiert und leiten nur langsamer. Eine schnellere Möglichkeit der Leitung ist die A-Beta-Faser. Die A-Beta-Faser tritt ebenfalls durch das Hinterhorn ein und wird dann gleich nach oben projiziert über mein Fasciculus cuneatus und gracilis ins lemnisciale System, direkt zum Thalamus, wo es dann verschalten wird. Vorher nur im Nucleus cuneatus und Nucleus gracilis und dann Thalamus und dann in höhere Zentren. Aber bevor diese Faser nach oben zirkt, sendet sie nur eine Verbindung zu einem inhibitorischen Interneuron. Das bedeutet, Wahrnehmungen, Afferenzen, die über meine A-Beta-Faser geleitet werden, und das sind ganz sanfter Druck, eigentlich Berührung und Vibration. Eigentlich alles, was ich mache bei Soft-Tissue-Techniken und was ohne Schmerz passiert, wird über meine A-Beta-Faser an mein Hinterhorn geleitet. Ein kollaterales Axon aktiviert ein Interneuron, ein hemmendes Interneuron, und dieses hemmende Interneuron unterbricht die Reizweiterleitung zu meinem Interneuron, zu diesem exzitatorischen Interneuron, und es kommt zur Reizunterbrechung. Das genau passiert, wenn wir unseren Patienten sagen, dass sie im akuten Schmerz, der über die A-Delta und die C-Faser geleitet wird, dass die im akuten Schmerz leichte Bewegungen machen sollen. Ganz sanfte Bewegungen ohne Schmerz. Dadurch aktivieren wir diese A-Beta-Faser. Das machen auch wir in der Behandlung, wenn wir Soft-Tissue-Techniken machen, die komplette TGO fällt darunter. Alles, was ohne Schmerz passiert, wird über die A-Beta-Faser weitergeleitet, die ein inhibitorisches Interneuron aktiviert, welches die Reizweiterleitung zu meinem exzitatorischen Interneuron oder zu meinem nächsten Neuron, was dann nach oben projiziert, über den Tractus spinothalamicus, das wird da unterbrochen. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit zu arbeiten, und zwar über die zentralen Inhibitionsmechanismen. Unter diesen zentralen Inhibitionsmechanismen verstehen wir Traktsysteme, die von der Formatio reticularis, vom periaqueductalen Hüllenkrau oder im Locus ceruleus nach unten treten, im dorsolateralen Funiculus, und eine Reizweiterleitung bremsen. Die Transmittersubstanzen, die hier ausgeschüttet werden, sind zum Beispiel Serotonin oder Enkephaline, Opiate. Die verhindern, dass dieses Interneuron, dieses exzitatorische Interneuron aktiviert wird und verhindern somit die Reizweiterleitung. Natürlich haben wir an der Vorderseite auch einen Trakt,
der das Motoneuron hemmen kann, und zwar über den Tractus reticulospinalis geht diese Nervenbahn zum Motoneuron und inhibiert über Enkephaline und Serotonin die Reizweiterleitung zum Muskel. Das bedeutet, wenn dieser absteigende Trakt aktiviert wird, schaltet sich das Interneuron, das exzitatorische Interneuron, nicht ein und es kommt nicht zur motorischen oder vegetativen Antwort ins Gefäß oder zum Muskel. Wie können wir das behandeln? Indem wir Schmerzen zufügen. Das sind Techniken, die schmerzinduziert sind. Schmerzinduziert. Denn nur, wenn der Patient in diesem kontrollierten Rahmen der Therapie Schmerzen aushalten kann, wirken diese Systeme. Und was mache ich da jetzt ganz konkret? Ich arbeite sehr viel zum Beispiel mit dem APM-Stabal und schaue, dass ich einen stechenden Schmerz hier provoziere. Oder jede Art von Faszienbehandlung, die mit Schmerzen zu tun hat, aktiviert genau diesen Regelkreis. Das bedeutet, ich habe drei Möglichkeiten, wie in dem Segment eine Inhibition erzielen kann. Und bei jeder Behandlung versuche ich zu verstehen, was der Patient jetzt gerade braucht, um ein gewisses Symptom oder eine gewisse Kompensation, die nicht ideal läuft, neurophysiologisch zu verändern. Ich erlaube mir, mit zwei Originalfolien von Professor Dr. Jenig zu schließen. Ich habe einen Professor Jenig im Rahmen eines Kurses kennengelernt und verdanke ihm schlussendlich, dass ich mich immer mehr für das Thema Neurologie und neurologische Regulation in der Osteopathie interessiere. Er meint, dass therapeutische Intervention an allen paraspinalen Geweben effektiv ist. Und ich möchte das erweitern, nämlich an sämtlichen Geweben. Weil wenn ich Afferenzen verringere, müssen Efferenzen weniger arbeiten. Des Weiteren sieht er eine therapeutische Interventionsmöglichkeit im Gehirnbereich und hat damit eine Psychotherapie gemacht. Ich möchte das ergänzen. Psychotherapie hilft ganz sicher, aber wir haben auch die Möglichkeit, deszendierende Wege zu stimulieren, die Opiatausschüttung zu forcieren. Und wir haben sogar direkte Wege, um an den Hirnstrukturen zu arbeiten. Entweder über Flüssigkeitstechniken am Ventrikel oder direkt am Gehirn. Mehrere Anbieter bieten hier schon Kurse an, wie man das Gehirn direkt behandeln kann. Ich danke herzlich und freue mich auf eine rege Diskussion. Erstmal vielen, vielen Dank, Sesi, dass du dir so viel Arbeit gemacht hast mit dem Film. Gerne, ja. Gerne. Hat große Freude gemacht. Kann man sehr gut als Lehrvideo benutzen. Möchtest du noch irgendwas ergänzen im Moment? Was ich sagen möchte, ist, dass das nicht, Segmental Looping ist nicht die Erfindung des Rades neu, sondern Segmental Looping ist eigentlich ein intellektuelles Konstrukt, um Osteopathie zu erklären. Wir haben im Chat eine Frage, wo es darum geht, ob die Idee aus der funktionellen Myodiagnostik kommt, und die Antwort lautet ganz klar ja.
Erst die Kinesiologie, die funktionelle Mühediagnostik hat mir eine Struktur in Kreisläufe gegeben. Ich behandle da eigentlich wenig kinesiologisch, weil ich bin Osteopath, aber ich benutze dieses Gedankenkonstrukt, was ich von dort bekommen habe. Und diese Mindmap, die du uns jetzt zum Beispiel beim Leberloop gegeben hast, ja, da hast du es ja ziemlich ausführlich gemacht. Eigentlich kann ich die ja schon nehmen, um jedes Oberbauchorgan eigentlich zu benutzen. Das heißt, ich tausche den Namen der Arterien aus, aber generell, wenn das Oberbauchorgan eine phrenikus-innervierte Peritonealumhüllung oder Kapsel hat, kann ich sie ja eigentlich benutzen, oder? Du hast völlig recht. Neben der Leber kann ich alle Oberbauchorgane, die Kardia, den Magen, die Galle, Pankreas, Milz und auch die Nebenniere über diesen Oberbauchloop behandeln. Das Coole beim Segmental Looping ist, dass ich das, was in der Mitte von der Mindmap steht, immer austauschen kann. Ich habe zum Beispiel heute in der Behandlung einen Nervus Vagus, einen linken Nervus Vagus Loop gemacht oder einen Sternoklavikular Loop. Wichtig ist, dass das, was wir von in der Ausbildung, in unserer Weiterbildung kriegen, nämlich Wissen, dass wir das generieren, speichern und dann auch wirklich benutzen. Dass wir nicht nur intuitiv an einer Struktur gängen, sondern dass ich möchte mit jedem Kontakt einen Rezeptor, ich habe immer Rezeptoren im Kopf und möchte Rezeptoren verändern. Und hast du als Gedankenhilfe Loops bei dir in der Praxis auch hängen? Oder schaust du es auf dem Tablet manchmal nach während der Behandlung? Ich habe Gedankenstützen, weil ich die Masse nicht speichern kann. Ich habe Gedankenstützen, die ja gerne auch zur Verfügung stehen, wenn das wer möchte, wo diese Loops nicht so ausführlich, wie ich sie jetzt da beschrieben habe, da stehen, aber wo Zusammenhänge zusammengefasst sind, wo man schnell einen Weg durchfinden kann. Mhm, super, ich glaube, jeder würde sich freuen. Noch eine Frage. Du hast ja jetzt gesagt, funktionelle Myodiagnostik hat dir so ein bisschen die theoretische Untermauerung gegeben. Wie ist denn das mit dem Facilitated Segment? Ich weiß, dass es schon ein bisschen oldschool ist von Core, aber magst du da vielleicht ein bisschen was sagen, wie du das siehst im Zusammenhang mit Segmental Looping? Ganz am Anfang war ich von Core extrem fasziniert, bis der Raimund mir ein paar Artikel geschickt hat, wo das ziemlich zerrissen worden ist und ich praktisch wieder neu anfangen habe müssen. Core ist an dem Problem gescheitert, dass er ausschließlich das eine Segment, das eine Rückenmarksegment überprüft hat auf die Efferenzen, die durch das facilitierte Segment nach außen gingen. Und hat das bei anästhesierten Tieren, hat er Reize gemacht und hat geschaut, was da ankommt bei der Haut, ob die zum Schwitzen anfängt. Und hat aber dabei die komplette zentrale Regulation weggelassen. Und das kann nicht funktionieren, weil selbst in Anästhesie habe ich subkortikale Loops, die trotzdem meine Efferenzen auf Rückenmarksebene kontrollieren und verändern. Und da ist eine hohe individuelle Plastizität und da reagiert jedes Individuum anders. Aus dem Grund kann man auch keine wirklich konstante Forschung da erwarten. Ich habe aber das mit integriert. Und genauso wie die Gate-Control-Theorie, die ja auch mittlerweile umgestoßen wurde, weil eben die zentralen Regulationsmechanismen nicht beachtet worden sind. Segmental Looping schließt diese zentralen Regulationsmechanismen ebenfalls mit ein. Und ich habe schon geredet von dem APM-Staberl oder was ich zum Beispiel auch benutze in der Praxis, ist ein Schmerzreize wie Tapping, also wirklich, wo ich oberflächlich auf der Haut an drüber ziehe. Und es kommt zu einem brennenden Schmerz oder Kältespray. Weil jeder Kälterezeptor bei einer gewissen Reizung zum Nozizeptor wird. Und jede Nozizeption in einer kontrollierten Umgebung aktiviert mein schmerzhemmendes System. Okay, danke auch für die konkreten Beispiele. Vielleicht jetzt noch eine ein bisschen ketzerische Frage. Ja, bitte. Bei deiner Baumanalogie. Ja. Siehst du die Osteopathie als Stütze? Also natürlich ist das Wichtigste, dass wir die Stützen loswerden. Aber damit das System damit sich da ein neues Gleichgewicht etablieren kann, müssen die pathologischen Loops vorher aufgehoben werden, inhibiert werden. Und die Stützen sind meine Analogie für die Unterstützung zur Selbstregulation. Aber das große Ziel ist,
dass die pathologischen kompensatorischen Loops weggängen, sie eliminieren und physiologische, gut kompensierte Loops sie etablieren, sodass ich die Stütze schlussendlich nicht mehr brauche. Okay, oder dann halt bei sehr chronifizierten Prozessen vielleicht immer mal wieder kurz, um es wieder herzustellen. Absolut, also wir sind keine Wunderheiler und ich weiß aus der Praxis, dass chronisch erkrankte Patienten das sehr schätzen, dass man ihnen immer wieder einen Input mitgibt und ich weiß und wir wissen das alle, dass das ein großer Benefit ist und gut wirkt. Super, gibt es noch Fragen im Chat? Pass mal auf, ich habe nur eine Frage, Rückenmark L5, Fragezeichen mit einem Smiley. Wenn ich von einem Segment spreche, dann meine ich nicht den Wirbelkörper, sondern ich meine das Rückenmarksegment. Und die Rückenmarksegmente erleben während der Entwicklung in den ersten Lebensjahren eigentlich einen physiologischen Aszensus, sodass mein Rückenmarksegment L5 S1 auf meinem Wirbelsegment T12 L1 liegt. Das heißt, das Rückenmark ist viel kürzer, wie eigentlich die Wirbelsäule ist. Aus dem Grund funktionieren, sehe ich das bei Ischialgien, wo der Nervus Ischialicus L5 gereizt ist, der bei L5 austritt. Ich sehe aber, dass Korrekturen, Lifttechniken beim thorakolumbalen Übergang nicht nur wegen der Kettenverschaltung einen großen Effekt haben, sondern auch, weil ich genau auf das Rückenmarksegment L5 S1 über das Wirbelsegment T12 L1 hinkommen. Das ist ein Fehler, der häufig gemacht wird, gell? Weil wir vermischen das manchmal Wirbelhöhe und Rückenmarksegmenthöhe. Richtig, genau. Man kann sich das merken. In den ersten vier Zervikalsegmenten ist das Rückenmarksegment immer eins weiter unten. Also C4 ist eigentlich Rückenmarksegment C5. Und so weiter und so fort. Aber das kann man überall nachschauen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, der Smiley war, weil er dich ertappt hat, dein Zuhörer, dass du nämlich kein Seitenhorn in deinem Bild drin hattest. Aber da hast du gestern schon gesagt. Ich glaube, das war darauf gemünzt. Ich muss nur sagen, ich hoffe, ihr seht mir das noch. Ich habe diese Zeichnungen selbst angefertigt. Und nachdem ich die Zeichnung von einem HWS-Segment da fertig gehabt habe, habe ich gemerkt, das hat kein Seitenhorn. Und ich habe es dann angedeutet. Aber es geht jetzt da auch nicht um diese Spitzfindigkeiten. Da konnte man ganz viele Sachen finden. Ich wollte auch sehr einen globalen Überblick bringen und einen globalen Zugang formulieren, der es beim anderen vielleicht auch leichter macht, da einzusteigen. Ich glaube, das ist dir gelungen und ich hoffe, dass ich dich auch im Post-Credit-Bereich jetzt bald wieder sehe. Wir müssen uns noch auf ein Datum einigen, um deinen Segmental-Looping-Kurs wieder durchzuführen. Aber ich glaube, so Corona will, kommst du jetzt erstmal im Sommer relativ viel, um an der WSO zu unterrichten mit deinen Synthesekursen. Ja, ich mich auch. Wir hoffen, dass es, glaube ich, Juli endlich wieder soweit ist. Denn du bist auch seit 4 Jahren Dozent an der WSO. Das habe ich vorhin bei der Vorstellung unterschlagen. Und wir freuen uns, wenn du wieder gut gelaunt mit viel Technik an der WSO dabei bist. Und ich würde sagen, Sesi, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ich würde dir ja eine Klopapierrolle schenken, wie allen meinen Gästen. Das ist aber jetzt nicht mehr so ein Gut, was man verschenkt, aber eine FFP2-Maske ohne Ventil ist auf dem Weg zu dir, per Post, mit Schleife. Aber da mache ich lieber das sage ich da. Sehr schön. Also, ich wünsche dir einen schönen Abend. Fitti. Danke, Ciao. Anja. Tschüss. Fitti. Das war jetzt erstmal heute Abend Segmental Looping. Jetzt ist natürlich noch an der Reihe, was uns nächste Woche erwartet. Und da gibt es natürlich wieder spannendes Programm, denn Corona hat noch kein Ende. Und da möchten wir euch kurz vorstellen. Am Montag, ja, das wird eine Überraschung sowohl für euch als auch für uns. Es gibt Programm, aber das Geheimnis werden wir noch etwas wahren. Am Dienstag geht es dann weiter mit Erich, mit seiner Embryologie-Werkstatt, der wieder ein Stückchen weiter in der Entwicklung fortschreitet. Am Mittwoch hat Bruno Ducou, wird wieder Mittwoch bei uns sein aus Frankreich. Bruno hat es so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, er möchte gerne einen zweiten Teil zu Heart und Emotions machen, worüber wir uns natürlich super freuen. Am Donnerstag, wir haben schon sehr viel jetzt über funktionelle Myodiagnostik gehört. Es gibt natürlich ein Pendant, die Physioenergetik, die von Raphael und Margot und Raimund geschaffen wurde. Und da wird die Margot in einem Webinar einen Einstieg in die Physioenergetik, sprich also in eine Kinesiologie-Richtung geben. Und am Freitag, den 24.04.,
Da schauen wir dann, was kommt. Beziehungsweise wir wissen schon, der Ralf, der wird den Magister Dr. Dr. Fischerauer interviewen zum Thema das Kreuz mit den Kreuzbändern, was sehr interessant wird. Denn der Stefan ist bei uns auch in der Osteopathieausbildung und hat auch viele klinische Ausbildungen. Ansonsten freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr es anderen zugänglich macht über eure Likes, Shares, dass ihr uns einfach publik macht und wir noch mit anderen in Kommunikation treten können. Ich danke euch wieder fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Abend. Macht's gut!